Ich dachte mir, nachdem er jetzt im Adventskalender die Häklerinnen und Häkler auf ihre Kosten gekommen sind, werde ich für die verbleibenden Adventskalendertage ein paar besondere Strickmuster zeigen, die mir im Laufe des Jahres untergekommen sind. Und heute machen wir den Anfang mit einem Strickmuster, das mich an Tannenbäumchen erinnert. Ich nenne es O Tannenbaum. Und du benötigst eine Maschenzahl von 18, teilbar durch 18 plus 11 und zwei Randmaschen. Und nach dem Anschlag stricken wir eine Rückreihe linker Maschen. Das Muster hat insgesamt 16 Reihen und ist sehr einfach zu stricken. Wir beginnen mit Reihe 1, eine Randmasche und eine Masche rechts. Jetzt beginnt das Muster. Ein Umschlag, drei Maschen links. Drei Maschen mit oben aufliegender Mittelmasche zusammenstricken. Das heißt, in zwei Maschen einstechen, als wolltest du sie rechts zusammenstricken, abheben, die nächste Masche rechts stricken und die zwei abgehobenen auf einmal über die gestrickte Masche ziehen. Da bleibt die Mittelmasche oben liegen und wieder drei Maschen links. Ein Umschlag, neun Maschen rechts, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist der Musterrapport. Und die letzten 10 Maschen werden wegen der Symmetrie so gestrickt. Ein Umschlag. Drei Maschen links, wieder drei Maschen zusammen mit oben aufliegender Mittelmasche, also zwei Maschen abheben wie zum Rechtsstricken, eine Masche rechts und die abgehobenen zwei Maschen über die gestrickte Masche ziehen. Drei Maschen links. Ein Umschlag. Eine Masche rechts und Randmasche. Ich stricke die Randmaschen hier einfach immer rechts. Alle Rückreihen werden linke Maschen gestrickt, bis auf die Randmaschen. Die strickst du halt wie du magst. Ich stricke sie rechts. Alle anderen Maschen und Umschläge links stricken in allen Rückreihen. Ich zeige dir hier nur die eine Rückreihe, die anderen zeige ich dir dann nicht mehr. Also das ist die Reihe 2. Alle Maschen und Umschläge links stricken. Möchtest du das Ganze in Runden stricken, weil ich denke, das ist ein hübsches Mützenmuster, speziell für Babymützchen, finde ich, dann strickst du einfach jede zweite Reihe rechte Maschen, wenn du das Muster in Runden stricken möchtest. Und dann benötigst du auch die 11 Extramaschen nicht bei der Maschenzahl. Dann benötigst du nur eine Maschenzahl teilbar durch 18. So, also das war eine Rückreihe. Die anderen Rückreihen strickst du genauso. Und jetzt kommt die Reihe 3. Eine Randmasche, eine Masche rechts. Jetzt beginnt der Musterrapport. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen links. Drei Maschen mit oben liegender Mittelmasche zusammenstricken. Zwei Maschen links. Ein Umschlag. 10 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Das war der Musterrapport. Und die letzten 10 Maschen, das macht er so kleine Zipfelchen am Anfang. Eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, 3 Maschen mit oben aufliegender Mittelmasche zusammenstricken, 2 Maschen links, ein Umschlag, 2 Maschen rechts und die Randmasche. Geht gleich weiter mit Reihe 5. Eine Randmasche, eine Masche rechts. Der Musterrapport beginnt. 2 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche links. 3 Maschen zusammenstricken mit oben aufliegender Mittelmasche. Eine Masche links. Ein Umschlag und 11 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Musterrapport Ende. Die restlichen 10 Maschen strickst du 2 Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche links, 3 Maschen mit oben aufliegender Mittelmasche zusammenstricken, eine Masche links, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, Randmasche. Reihe 7, eine Randmasche, eine Masche rechts, Anfang Musterrapport, 3 Maschen rechts, 1 Umschlag, 3 Maschen zusammenstricken, Mittelmasche bleibt oben, 1 Umschlag und 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ende Musterrapport. Die letzten 10 Maschen, siehst schon, dass die ersten Tannenbäumchen entstehen. Die letzten 10 Maschen, 3 Maschen rechts. Ein Umschlag, 3 Maschen zusammenstricken, wie gehabt, ein Umschlag und 4 Maschen rechts. Randmasche. So, in Runde 9 wird das Muster, in Reihe 9 wird das Muster versetzt. Eine Randmasche, eine Masche rechts. 9 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Umschlag, 3 Maschen links. 3 Maschen mit oben aufliegender Mittelmasche zusammenstricken. Drei Maschen links, ein Umschlag, Ende Musterrapport und die letzten 10 Maschen rechts stricken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Randmasche. Die Reihe 11, eine Randmasche, eine Masche rechts, 10 Maschen rechts,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein Umschlag, zwei Maschen links, drei Maschen zusammenstricken wie vorher. Zwei Maschen links, ein Umschlag, eine Masche rechts. Das war der Musterrapport. Die letzten 10 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Randmasche. Und die Reihe 13 beginnt wieder mit einer Randmasche, einer Masche rechts. Jetzt beginnt der Musterrapport. 11 rechte Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ein Umschlag. Eine Masche links. Drei Maschen zusammenstricken wie gehabt. Eine Masche links. Zwei Maschen rechts. Ende Musterrapport und 10 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Randmasche. Und die vorletzte Reihe. Randmasche, eine Masche rechts. Der Rapport beginnt. 12 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammenstricken, wie gehabt. Ein Umschlag, drei Maschen rechts. Und die restlichen 10 Maschen, also Ende Musterrapport und 10 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Randmasche. Nicht vergessen die Reihe 16, Rückreihe, linke Maschen und du wiederholst immer die Reihen 1 bis 16. So sieht das aus. Ich finde das total hübsch und ich glaube, so eine Babygarnitur wäre daraus ganz, ganz entzückend. In jedem Fall aber ein Babymützchen mit so kleinen Tannenbäumchen. Ich wünsche dir viel Freude damit. Zeigt mir, was ihr daraus macht.